Grüß dich, Heinrich. Hallo Markus. Wir sind heute nicht unterwegs, sondern bei dir in der Praxis. Auch sonntags arbeitest du, sehe ich. Und ich habe mal ein paar Fragen zur Ester unter anderem. Ist die Ester Sonntag eine politische Gefangene? Ja, aus meiner Sicht ist sie das. Denn die Umstände, die zu dieser Haft letztendlich geführt haben, sind politischer Natur. Die ganzen Verwicklungen, die dann dazu geführt haben, dass sie ein Urteil kassiert hat, das zwar in Geldstrafe bestand, aber in Haft abgesessen werden kann, sind politische Voraussetzungen und deswegen ist sie eine politische Gefangene. Schadet diese Aktion, dass jetzt in der JVA Schwäbisch Gmünd ist, Michael Ballweg? Warum sollte sie Michael Ballweg schaden? Das sind zwei Sachverhalte, die auf der gleichen Unrechtsjustiz gründen und eben sich unterschiedlich auswirken oder von unterschiedlicher Herkunft herstammen, aber in ihrem Endeffekt eine gleichsame Wegstrecke haben. Ich fürchte ja, dass dieser wild gewordene Staat, diese tollwütigen Staatsanwaltschaften und die willfährigen Richter da noch gar nicht am Ende dessen sind, was sie machen und dass sowas wie Inhaftierung noch inflationär gebraucht wird, um vollends diejenigen mundtot zu machen, die es nur ansatzweise wagen, dem Unrecht und dem Grundgesetzbruch oder dem Grundrechtsbruch entgegenzutreten, dass man diese Leute zum Schweigen bringt. Was ist ein Sofaheld? Ein Sofaheld ist jemand, der ganz, ganz groß aufdreht und Wort versucht im Rahmen dessen, was er an Wortgewalt überhaupt zu Wege bringt, das ist ja häufig auch nicht allzu viel, dann kommt man sehr schnell unter der Gürtellinie an, alles ganz genau weiß und wie es besser zu sein hat, aber aus seinem Sofa nicht rauskommt, um selber mal das Heft des Handelns wenigstens zu versuchen, in die Hand zu nehmen. Aber vom Sofa kann man auch gewichtige Dinge tun. Ja, vom Sofa kann man wie in der PlayStation vielleicht ein Computerspiel machen, aber das echte Leben zu bestimmen oder zu verändern, das dürfte schwierig sein, obwohl wir ja da mit IT schon ziemlich weit fortgeschritten sind. Du bist ja heute auch auf dem Sofa. Ich bin ja auch auf dem Sofa, genau. Ich würde mich nicht als Held bezeichnen, ich bin ein Bürger, der auch versucht, mit seiner einen verbliebenen Hand das Heft des Handelns zu behalten. Ist Michael Ballweg ein politischer Gefangener? Die Antwort ist ein eindeutiges Ja, wie wir gesehen haben, bleibt an den Vorwürfen ja praktisch nichts mehr hängen und trotzdem sitzt er deutlich länger, als die Untersuchungshaftfrist normalerweise ist, nämlich 6 Monate. Er ist jetzt schon über 9 Monate in Haft und das wegen nichts, weil er es gewagt hat, große Demonstrationen auf die Beine zu stellen, die sich eben mit dieser grundgesetzfeindlichen Politik auseinandergesetzt haben und dem Widerstand entgegensetzen wollte. Dann gab es auch Fragen oder Zweifel daran, ob Michael Ballweg wirklich in der JVA Stammheim sitzt. Was meinst du dazu? Naja, jetzt kommen wir ganz tief in Mutmaßungen hinein. Da glaube ich meinem guten Freund Dr. Reinhard Löffler, der sagt, er hätte selten jemanden gesehen, der so aufgeräumt und so standhaft ist. Und er war da im Gefängnis. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er geschwind mal aus einem Hotel angekarrt wurde, um das Gespräch mit seinem Anwalt zu führen und weiterhin sozusagen die Kulisse aufrechtzuerhalten. Er sei im Gefängnis, wo doch in Wahrheit irgendwo in einem Fünf-Sterne-Hotel mit Sauna und Masseuren und allem Möglichen sein Leben führte. Nein, ich halte das für Quatsch. Könnte es sein, dass die Betrachter dieses Videos und wir auch politische Gefangenen sind? Ja, wir sind auf jeden Fall politisch Gefangene. Ich für meine Person, für mich selbst, Person, Entschuldigung, also ich für mich sehe das so, dass die Bedrängnis durch jetzt das amtsgerichtliche Urteil mit über 72.000 Euro Bußgeld, das man mir aufgenötigt hat, mal keine Haft, aber verschiedene Attacken auch aus anderer Richtung, dass die ja dazu führen sollen, dass ich innerlich gefangen bin. Halt die Klappe, sonst passiert dir noch mehr. Oder
die Botschaft an die anderen, haltet die Klappe, sonst geht es euch so wie dem Fichtner. Das sind alles Botschaften, die uns von der Freiheit wegführen und mindestens mal gedanklich, aber dann auch in Taten, in Bedrängnis und in Gefangenheit bringen. Dann lieben Dank für dein Engagement, Heinrich, und möge die politische Gefangenschaft für alle bald enden. Genau.